liebe Freunde von Alphamotion. Heute sind wir in Mendig. Das liegt, glaube ich, in Rheinland-Pfalz, oder? Ja, es liegt in Rheinland-Pfalz. Sehr schön. Und da sind wir bei Jaguar, der Art of Performance Tour heute. So, und dann sind wir soweit. Ja, sind wir. Motor starten. Und dann fährt dieses Ding hier hoch. Also wir sehen in der Scheibe praktisch, wie schnell wir fahren. Wahrscheinlich wird hier auch die Navigation angezeigt. Das ist ähnlich wie beim Lexus RX 450H, den wir euch auch schon gezeigt haben. Oder Sie verwenden der Fahrermittelkonsole, finden Sie eine Symbolleiste. Da ist auf der linken Seite so etwas wie eine Start- und Zielflagge. Wenn Sie das betätigen, also nach links den Pfeil einmal drücken, wird das Display rot. Das zeigt Ihnen, das System ist aktiv und Sie haben den Dynamic-Modus aktiviert, der dazu führt, dass Sie eine sportivere Fahrweise ermöglicht bekommen, dass Sie eine schnellere Gasannahme haben und dass Sie auch ein Fahrwerk härter mit der Lenkung etwas straffer etc. Okay, was wollte ich sagen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Aber was mir im ersten Moment auffällt, und das ist ein bisschen negativ, ist, am Lenkrad habe ich so viele Knöpfe und für mich ist auch gar nicht erkennbar, für was das alles sein soll. Genauso wie ich an den Schaltern rechts und links, an den Schalthebeln, auch unheimlich viele Anweisungen habe, in Form von Zeichen und Schriftstücken, dass ich etwas überfordert bin im ersten Moment. Wie ist denn der erste Eindruck des Beifahrers? Ultra gemütlich. Also man sitzt richtig gut. Man kriegt von der Fahrt relativ wenig mit. Also es geht unglaublich ruhig einfach. Aber du fährst ja noch nicht wie... Nee, noch fahre ich nicht wie Harry, aber... Nee. Aber man, also gleicht unglaublich gut aus, glaube ich auch. Das habe ich ein Gefühl. Ja, und ich finde, man sitzt perfekt in perfekter Höhe. Also man sitzt jetzt nicht extrem hoch wie in einem Sprinter, aber man hat dennoch irgendwie so ein mächtiges Gefühl, weil man halt schon... Ja. Schon ziemlich hoch sitzt doch auch. Ja. Schon sehr cool auf jeden Fall. Wir sind mit dem F-Pace jetzt über Land gefahren. Sehr spannend, mal ein bisschen in die Kurven zu gehen und vor allen Dingen ein paar Serpentinen runterzufahren. Jetzt gehen wir noch auf ein Parcours bzw. Track on the Road. Und der Daniel versucht noch ein paar Außenaufnahmen zu kriegen. Viel Spaß weiterhin. Das waren jetzt im Grunde genommen die ersten Eindrücke vom Jaguar F-Pace, der praktisch letzten Samstag seine Einführung bei den Händlern hatte. Das stärkste Modell hat 380 sagenhafte PS. Welches wir jetzt praktisch gefahren haben, weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht gefragt, was für ein Modell und Motorreihe wir haben. Aber im Grunde genommen ein hervorragender erster Eindruck. Alles andere habt ihr bis jetzt gesehen. Mir fällt jetzt auch nichts weiter ein, was ich noch sagen könnte. Ich bin ein bisschen überrumpelt mit der Situation, weil ich so geflasht bin von so einem supergeilen Auto.